Verräterschwein. Huiuiuiuiuiuiui. Es begann vor 12 Jahren, als das Militär der Föderation ganz Südamerika bedrohte. Ihr Anführer, General Almagro, wollte alle in den USA geborenen Bürger verhaften oder hinrichten. Rock überzeugte Washington, dass die Ghosts das Problem lösen würden. Die USA starteten eine Invasion. Rock führte uns an, um Almagro auszuschalten. Aber Rock war wie besessen von ihm. Für ihn war der Mann wie eine Beute. Und es war klar, nichts würde ihn abhalten, sich seinen Preis zu holen. Legenden sterben nie. 12 Jahre früher. Uns war Rock eine Legende. Der Mann konnte durch die Hölle laufen, ohne zu schwitzen. Die Ghosts waren die Besten der Besten. Aber wie Rock wurde gefürchtet. Okay, ich spiele jetzt anscheinend den Vater. Moment, die Szene kommt mir bekannt vor. Was wurde ich angeschossen? Oh, Feinde. Ich bin irritiert. Was? Ich habe gerade irgendwie nichts gecheckt. Es tut mir leid. Ich sollte meinen Leuten hinterher. Das ist Rogue. Alter, wieso werde ich sofort angeschossen? Private Brown. Den hat er sich geholt. Na toll, Handgranaten können diese. Okay. Das war keiner von den Ghosts. Marek. Für mich gerade irgendwie, als wenn ich nichts hier zu tun habe. Wir sind blockiert. Zusammenbleiben. Mir nach. Feindliche Posten. Nicht feuern. Felix 4 sieht schweren Konvoi parallel zu unserer Position. Verstanden. Ich sehe ihn. Ich kriege noch einen Angriff. Waffen scharf. Jetzt kommen sie. Vorsichtig. Feuere. Der kommt mir irgendwie bekannt vor, oder? Ich weiß aber nicht, an wen er mich erinnert. Ja! Wie hieß der denn nochmal? Ich habe die ganze Zeit diesen Namen im Kopf, aber ich kann mich nicht erinnern. Hieß der George? Nein. Der hat auch bei Pulp Fiction mitgespielt. Der hat immer so anstrengende Augen oder er sieht immer so angestrengt aus. Na, kann mich jetzt nicht erinnern. Nee, ist auch egal. Oh, was? Ich hab... Was? Was sollte ich denn machen? Alter. Okay. Genau hingucken. Ach, RS. Oh. Oh, weg hier, schnell! Nein! Oh Gott! Dass der einfach weiterfährt? Da ist noch einer! Dann jagen wir den auch hoch! Oh Gott, ich bin zu weit. Ja, ich bin ein Halo-Spieler und Halo-Spieler haben da keine Konzentration, die laufen einfach überall rein. Erstmal schön Granaten überall hinwerfen. Oh Gott. Ja, man muss sagen, als Halo-Spieler ist man so dem Master Chief, der halb unsterblich ist, gewohnt. Und dann rennt man halt in so eine Gruppe von 100.000 Grunts und ja, massakriert sie alle einfach. Kannst du alle erschlagen. Achso, das ist naja, fast hätte ich die Zukunft geändert. Eigentlich könnte ich ihn jetzt einfach rumbringen, ne? Ja, wäre es alles kein Problem gewesen. Aber vielleicht hätten wir dann den Krieg verloren, dann wäre es noch schlimmer gekommen.
Was ist das? Ist schon wieder dasselbe. Ja, super. Ja, ich bin ja auf dem Weg. Fuck. Danke, Rogue, aber jetzt sollten wir uns echt beeilen. Oh Gott! Oh nein! Fuck! Oh nein, die Halle füllt sich. Oh Gott, schnell! Nee, wirklich? Shit! Alter, in diesem Spiel wird so viel gesprochen. Ich brauche ja nicht mehr was zu reden. Das ist eigentlich schon ein Alleinunterhalter und ich brauche eigentlich gar nichts zu machen. Das finde ich ein bisschen schade. Wieso kann ich so schwer nach rechts gucken? Okay. Mission beenden. Komm. Gut, finden wir dieses Arschloch. Er will ihn unbedingt haben. Mindestens drei Feinde, 10 Meter. Wachsam bleiben. Nach dir, Lars. Wir sind in der Hinterhand. Wir können nicht länger warten. Oh Gott. Das ist ein Heli. Da ist noch einer. Mann, ich will den treffen. Na komm. Oh shit. Nein, das wird eine Wildwasser-Achterbahn. Fuck. Nein, halt dich doch fest, Mann. Nein, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, nein. Oh. Oh Gott. Ich muss hier hoch, sonst werde ich genauso enden. Danke, Rook. Oh. Ernsthaft? Das hilft sicher. Ja. Sekunde. Noch zwei voraus. Du gehst da runter, ich nehme die Flanke. Okay. Oh, richtig schön ins Bein gestochen. Oh Gott, ist der brutal. Alter. Den will ich nicht als Feind haben. Aber anscheinend habe ich ihn als Feind. Überleben ist das Wichtigste. Gehen wir nach oben. Wie in alten Zeiten, was, Elias? Die Stadt zerfällt. Wir haben keine Zeit mehr. Wir können wohl nur hier entlang. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, nein! Oh! Knapp. Alter Schwede. Auf mein Zeichen habe ich hat er gesagt, nicht auf euer Zeichen, Mann. Jetzt habe ich die Meldung gebracht. Jetzt fall um, Mann.
Oh, da ist noch einer. Okay, dann los. Wo geht's hin, Rook? Ah, da. Ladies first. Wir retten wohl mal wieder Merricks Arsch. Okay, wir sammeln uns, schnapp mal Margro. Oh je, vielleicht hätte ich mich nicht zeigen sollen. Ich erkenne hier auch gar nichts gerade. Das hasse ich bei solchen Shootern, dass ich überhaupt nie etwas erkenne irgendwo. Ich meine, klar, Veteranen würden jetzt sagen, ja, guck mal da, das ist rechts ein Feind über diesen zwei und einfach eine Granate werfen und plötzlich sind alle tot. Aber ich habe doch keinen Plan von. Ich meine, wenn es um Halo geht, klar, schalte ich sie alle aus mit einem Wimpernzwickern da. Und habe damit kein Problem, aber mir fehlt hier einfach die Übersicht in diesem Spiel. Alter, was lebt denn da alles noch? Ich erkenne hier gar nichts. Und der Rogue macht auch nichts. Wenn ich mich ducke, bringt das auch nichts. So. Na, Rogue? Hast du Spaß? Achso, das ist ein Baum. Ich dachte, das wäre ein Assassine da oben. Das sah so aus. Von wo? Ich sehe hier nichts. Spast. Ach, jetzt läufst du plötzlich vor, ja? Wenn alles frei ist. Du bist doch so ein Assi, Alter. Achso, das bist du. Oh, von hinten, ja? Oh. Schön, dass ihr da seid. Lasst schon uns wieder das Glück aufgegangen. Eröffnet ihr das Feuer! Gelangen sie zum Hotel. Wie soll ich denn da hinkommen? Hier ist ein verdammter Fluss, Mann. Okay. Ah, so komme ich hin. Warte, ich lade erstmal nach. Schön unter Wasser. Na, Leute. So. Alter, jetzt verzieht euch. Oh, mein Controller ist am Dauer vibrieren. Wieso lade ich schon wieder nach, ey? Das ist typische Halo-Manieren. Man hat einen Gegner besiegt und lädt nach. Das lernt man bei Halo als allererstes. Nachladen. Wann immer es geht. Aber es ist hier, ich will jetzt keine Halo-Lektion verteilen. Wir spielen immerhin kein Halo. Aber selbst in Call of Duty sollte man oft nachladen. Wäre doch nicht gerade im Einzelspieler alle 5 Sekunden.